Präsentiert von provideopodcast.de, Ihr Profi-Cast für bewegte Bilder. Die neue Global Illumination des Advanced Render 3 verfügt über eine Vielzahl an Funktionen, Optionen und Einstellungen. Sie finden diese in den Render-Voreinstellungen unter Global Illumination. Unter den einzelnen Reitern sind die Funktionen und Optionen der neuen GI angeordnet. Ein Teil der Modi und Einstellungen können Sie über Auswahlboxen vornehmen, die Ihnen das Arbeiten mit der GI erleichtern. So können Sie bei GI-Modus zum Beispiel auswählen, ob Sie ein Einzelbild, eine Kameraanimation, eine Komplettanimation oder ähnliche Sachen berechnen möchten. Im Iridians Cache haben Sie auch bei vielen anderen Optionen Auswahlboxen, die Ihnen helfen, automatisch eher niedrige oder eher hohe Settings einzustellen. Dies ist besonders hilfreich, wenn man vorher noch nicht mit der GI gearbeitet hat und nicht weiß, bei ausgeklapptem Menü, was denn nun hohe oder gerade mal niedrige Settings sind. Im Laufe unseres Workshops werden wir uns noch ausgiebig mit sämtlichen Parametern der neuen GI beschäftigen. Als kleiner Überblick sollte uns reichen, dass wir sehen, wo wir die einzelnen Parameter finden.